Hallo, guten Tag. Ich habe gestern in meiner Ausführung über Skorpion auch etwas über Dandy erzählt, weil ein paar Leute haben mich gefragt, warum ich immer so verkleidet bin, was gar nicht stimmt. Ich bin gar nicht verkleidet. Ich bin richtig gekleidet, elegant, mit Stil. Aber ein paar Leute verstehen das nicht. Und deswegen haben die mich da gefragt. Wie gesagt, ich habe auch erzählt gestern, dass ich ein Dandy bin. Und ein Dandy ist ein Mann, der sich immer schön anzieht, hat Hut, Einstecktuch, Spazierstock und so weiter. Viele Accessoires, die perfekt zu ihm passen. Das ist ein Dandy. Und jemand hat mich gefragt, hier heute Morgen in einem Brief, ob ein Dandy der Mann auch ist, der nur einen Anzug hat, zum Beispiel Zweireiher. Das ist natürlich eine ganze Frage. Also ich verstehe nicht, dass die Leute sowas fragen. Das reicht nicht. Also die Leute, die da ins Büro gehen und irgendwelche Zweireiher von irgendwelchen Großhäusern sich an der Mönckebergstraße gekauft haben, sind immer noch keine Dandys. Ich habe hier ein Buch, I am Dandy. Und in diesem Buch sind ja ein paar Beispiele dafür gegeben, was überhaupt ein Dandy ist. Das ist ein Mann, der richtig, richtig schön angezogen ist. Hier sind zum Beispiel ein paar Bilder, die ich zeigen wollte. Das sind zum Beispiel Dandys. Dann habe ich noch hier nochmal ein Bild. Das ist auch ein Dandy, der toll angezogen ist mit Blumen, mit Einstecktüchern und vielen Sachen, die dazu passen. Das sind auch Dandys. Das ist ein Dandy. Also auf jeden Fall, Dandy ist jemand, der schöne Socken hat, Hütchen, normalerweise auch Spazierstöcke. Hier kann man auch sehen, wie die toll. Also hier ist ein Mann mit Spazierstock sogar. Also die haben schon sehr viele Accessoires, die dazu pa passen. Schöne Fliegen und mit Blumen, Einstecktuch oder eine wunderschöne Blume, die dazu passt, irgendwo oder solche Männer. Das sind echte Dandys. Auf jeden Fall das mit nur Anzug und braunen Schuhen, das reicht auf keinen Fall. Skorpion, das ist wie gesagt Pluto und Mars. Pluto ist der Herrscher der Unterwelt, Mars ist der Gott der Kriege. Skorpion hat sehr viele feminine Anteile in sich drin, maskulin und feminin. Und diese zwei Seiten, auch zwei Seiten von diesen zwei Göttern, die bekriegen sich ständig. Skorpion hat unheimliche Wahnvorstellungen, weil er immer Kriege führen will, nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit sich selbst. Die ganze Zeit führt Skorpion einen Krieg mit jemandem. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Eine Frau hat mir erzählt, dass sie da unten im Treppenhaus eine Fußmatte hatte. Und ein Nachbar diese Fußmatte weggenommen hat. Sie hat behauptet, mir erzählt, dass diese Fußmatte ist geklaut worden. Also der Nachbar hat die Treppe unten geputzt und später hat sich herausgestellt, dass diese Fußmatte gar nicht geklaut worden ist, sondern die ist einfach so ein bisschen gerutscht nach unten in den Keller und jemand ist in den Keller gegangen und hat es so mit Fuß ein bisschen runtergeschubst. Und diese Fußmatte ist da in den Keller runtergerutscht. Diese Frau hat mir erzählt, dass der Nachbar sie nicht mag und deswegen hat er diese Fußmatte geklaut. Dass das eine Attacke gegen diese Frau war. Typisch Skorpion. Eine Frau hat mir erzählt, dass sie mit einer Nachbarin gesprochen hat, dass sie die Türen nicht schlägt. Sie hat die Türen geschlagen und die Nachbarin, eine junge Frau, hat gesagt: Nein, nein, das mache ich auf keinen Fall. Aber ein paar Mal hat sie Türen doch geschlagen. Es ist normal, dass manchmal die Tür fällt, die aus der Hand oder Durchzug ist da, was auch immer. Und manchmal schlägst du die Türe. Aber diese Frau hat mir behauptet und mir erzählt, dass diese Nachbarin extra das macht mit der Türe,
damit sie sie ärgert. Eine Frau hat mir noch erzählt, dass sie einkaufen war und die wollte Leberwurst kaufen und die Verkäuferin hat ihr, obwohl die Frau gesagt hat, ich möchte so ein Mittelstück haben, die Verkäuferin hat ihr Endstück von der Leberwurst gegeben und hat einfach ignoriert, diesen Wunsch, können Sie mir ein Mittelstück geben. Und diese Frau hat Endstück ihr gegeben. Und diese Frau, die war auch Skorpion, die hat mir erzählt, dass diese Verkäuferin etwas gegen sie hatte und deswegen hat sie ein Stück von dieser Leberwurst bekommen. Ein Mann hat mir neulich auch erzählt, dass er einen Auftrag nicht bekommen hat in einer Firma. Er musste da seine Pitch vorstellen in einer Firma, aber hatte den Auftrag nicht bekommen. Sonst jemand hat den Auftrag bekommen. Er erzählte mir, dass das alles gegen ihn gerichtet ist, weil die Leute ihn nicht mögen. Diese Wunden haben Skorpione überall, den ganzen Tag, die ganze Zeit denken persönlich, dass etwas gegen sie gerichtet ist. Aber leider, ich sehe, dass die Zeit schon wieder um ist.